Gut, die hätte ich jetzt alle abgekillt. Killen und grillen. So, hier schnell mal nachgucken, was wir hier in diesem kleinen Kästchen haben. Oder in diesem kleinen Kistchen. Oh Gott. Oh Gott, wie soll ich das denn nur schaffen hier? Ist ja super schwer. Boah. Hoha! Ich breche echt dabei alle meine Dietriche ab. Boah. Nee, ich lasse es sein. Ich zerbreche daran ja meine ganzen schönen Dietriche. So, bin ich hier noch ganz richtig? Nee. Da unten muss ich hin, zum Captain. So, zur blauen Flagge muss ich. Und da wandere ich jetzt diesen Weg hier entlang, trinke nebenbei noch einen Heiltrank. Und stoße davor noch auf schon die nächsten Gegner. Ja, zwei Hyänen nur. Wow, One-Hit. Ich bin ein echtes One-Hit-Wonder. Gut, ne, die andere lasse ich leben. Die ist ja weggerannt. Ich würde lieber ein paar Warns töten. Ne, nur Hyänen. Die lasse ich mal leben. So, und das ist diese Siedlung, in der der Captain leben soll. Ah. Zadan! Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ah, Teleport Zadan gefunden. Frechheit. Aber so wirklich quatschen kann ich jetzt hier auch mit niemanden. Ach hier, schaut mal. Musikant. Okay. Er hat kein Instrument dabei. Ah doch, er hat so eine kleine Trommel. Ob jetzt hier einfach die ganzen Häuser durchsuchen soll? Nee, sieht auch nicht so aus. Hier ist ein Haus, in das ich hinein kann. Das ist verschlossen. Und quatschen kann ich hier aber auch mit niemanden. Hier ist noch ein Haus, es ist auch verschlossen. Sie geht da bestimmt gerade in den Busch pinkeln. Bringt mich aber auch nicht weiter. Du, mit dir kann ich auch nicht reden. Ah, vielleicht einer von den dreien hier hinten. Hey, stehen bleiben. Was hast du hier verloren? Ich verliere selten etwas. Hast du hier vielleicht was verloren? Sag schon, was du willst. Ich bin hier, um den Captain zu sprechen. Ich bin hier, um den Captain zu sprechen. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Du kannst mir glauben, dass er wissen will, warum ich hier bin. Und es wird ihm nicht gefallen, was ich zu erzählen habe. Naja, wie ein Regierungsmann siehst du nicht gerade aus. Der Captain ist in seinem Zelt. Ja, das ging ja ganz gut. Und hier ist dann wohl auch das besagte Zelt. Überspringen wir den Punkt, wie du mich gefunden hast, und kommen gleich zu der Frage, warum du da bist. Ich will in den Tower of Fangs. Ich habe gehört, der Ort ist dir nicht unbekannt. Es wird zu viel geredet. Aber ich lasse sie reden, die Leute, wenn sie sich dann besser fühlen oder sicherer. Es gibt Dinge, auf die du dich besser verstehst als aufs Lügen. Ja, vielleicht. Aber dann muss ich dich auch was fragen. Was ist so interessant an dem Turm? Die Sache hat mich höchstens meinem Grab einen Schritt näher gebracht. Und was sind deine Pläne? Willst du als Ein-Mann-Armee Wagmar stürmen? Ist es das, was du vorhast? Und dann wirst du den Lebenssaft aus diesem dreckigen Tyrannen quetschen? Mit deinen bloßen Händen? Hm, sag's mir. Warum denkst du, dass du besser bist als wir alle? Ich bin schon einmal mit ihm fertig geworden. Du bist irre. Und für den Bruchteil einer Sekunde hätte ich dir fast geglaubt.
Weißt du was? Vor ein paar Tagen habe ich einen Trupp Leute in die Höhlen geschickt. Hier ganz in der Nähe. Seitdem sind sie verschwunden. Zeig mir, dass nur ein Hauch Wahrheit in deinen großen Worten steckt und sieh nach, was mit ihnen passiert ist. Dann werden wir ja sehen, wer von uns beiden die besseren Geschichten erzählt. Ja, wenn er mich schon darum bittet, warum nicht? Ich werde sie finden. Sie sind in die Gorlak-Höhle gegangen, nördlich von hier. Wenn du sie findest, dann sag ihnen, dass ich ihren Bericht erwarte. Okay, warum heißt die Höhle eigentlich Gorlak? Okay, ganz ehrlich, bestimmt, weil da Gorlaks drin leben oder so. Warum heißt die Höhle eigentlich Gorlak? Vermutlich wegen Gorlak. Schön, und wer ist das? Niemand. Es gibt keinen Gorlak. Es ist nur ein Hirngespinst, eine Horrorgeschichte, um die kleinen Kinderchen von den verbotenen Höhlen wegzuhalten. Ist vermutlich auch besser so. Nicht wegen der aufgeschürften Knie, die man dann zu verarzten hätte, sondern wegen dem roten Tod. Die Regierungsleute haben in der Höhle ein riesiges Vorkommen von Verita festgestellt. Sonderbarerweise trauen sie sich trotzdem nicht rein. Vielleicht wegen Gorlak? Ach, Gorlak war der Name eines Magiers, der vor langer Zeit in der Nähe gelebt hat. Er ist berühmt für seine Experimente mit Heil- und Verjüngungstränken. Man erzählt sich die tollsten Geschichten über die Wirkung seiner Tränke. Und eines Tages ist er einfach so verschwunden. Später, als die Leute angefangen haben, sich für die Höhlen zu interessieren, hat sich der Name Gorlak angeboten. Er ist einfach ideal als Schreckgespenst, das unter dem Bett lauert. Was ist in dieser Höhle? Was ist in dieser Höhle? Verita. Was sonst? Wofür brauchst du eigentlich Verita? Es ist das einzige Mittel gegen den Roten Tod. Es hilft dabei, sich die Lungen frei zu husten. Gandoha hat das meiste davon unter seiner Kontrolle. Aber dank Gorlak... Wenn Gorlak nur eine erfundene Figur ist, was ist dann mit deinen Männern passiert? Wenn ich das wüsste. Gestern habe ich einen kleinen Suchtrupp hinterhergeschickt. Noch kein Resultat. Dieses Lager hier ist nicht so voll besetzt, wie es einmal war. Ich kann es mir nicht erlauben, Leute zu verlieren. Aber für jemanden wie dich, für den Gandoha nur eine weitere Kerbe in seinem Kampfmesser ist, für so einen wäre das doch ein Spaziergang, habe ich nicht recht? Also, Wiedersehen. Dann mal viel Erfolg. Dankeschön. Auf jeden Fall sieht meine Rüstung mal cooler aus als deine und das Skillbuch des mächtigen Schlags nehme ich auch noch mit. So, brauche ich dann nämlich auch keine 9000 Aura für ausgeben und kann das Ding, er kann diesen Skill nämlich gleich lernen. So, da. Skillbuch des mächtigen Schlags. Wo haben wir es denn? Doch gerade das Buch mitgehen lassen. Da. Mächtiger Schlag. Die Frage ist nur, wo kriege ich jetzt hier den mächtigen Schlag jetzt her? Fieser Trick. Blockbrechen. Können wir auch mal erhöhen. Gegenangriff. Mächtiger Schlag. Achso, ich kann ja auch. Ah, ich kann auch immer quasi on demand hier gleich reduzieren. Ah, alles klar. Ah. Funktioniert nur mit zweihändigen Waffen. Trifft alle Gegner in der Nähe mit einem 10% Schadensbonus. Also gut gegen Gruppen also. Die Frage ist, kann man jetzt hier auch so ein bisschen drin herum machen mit seinem Skills? Ich will mich eigentlich bei zwei was anderes drin haben. Sehr schön, dass ich jetzt hier, aber wie
nee, mal im Ernst, wie kann ich hier meine Skills in die dafür nötigen legen? Das stimmt, aber also ich bin Erfahrung ist okay, bababa. Erstmal die physische Resistenz mal ein bisschen hoch machen. Um einfach mal ein bisschen mehr Schaden auszuhalten. Aber das bringt mich gerade immer noch nicht weiter. Warum ich diesen Skill hier nicht... Gut, vielleicht könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, wie ich das schaffe. Wo ist eigentlich diese Höhle, wo ich jetzt hin muss? Ganz kurz mal. Die Höhle ist hier oben. Ne, das ist der Pain Dome. Da will ich ja gar nicht hin. Ich will nämlich Gorlaks Fluch. Und das ist hier hinten. Okay, alles klar. Huge. Ja, aber wie mache ich das, dass ich da diesen zusätzlichen Skill noch mit reinkriege? Das stört mich jetzt gerade eben so ein bisschen. Also wenn ihr da weiter wisst, schreibt es doch bitte in die Kommentare auf gronkh.de beziehungsweise auf meinem YouTube-Kanal, dass ich da einfach mal den mächtigen Schlag noch mit reinziehen kann. Es muss ja irgendwie, muss das ja gehen. Und man muss so eine Liste haben über die ganzen Skills, die ich habe. Irgendwo muss das doch gehen. Und vielleicht, wenn ich ganz kurz bei Einstellungen gucke. Tastatur, da gibt es ja irgendwie eine Taste für sowas wie... Aha, Shortcut-Leiste anzeigen. Alt links plus F5. Alt links plus F5. Okay, und wie vergebe ich jetzt Shortcut? Vielleicht, wenn ich unten auf die Zahl drauf drücke? Nö, da auch nicht. Dann schaue ich nochmal ganz schnell bei Tastatur nach. Ja, Skillmenüs anzeigen. F1. Habe ich ja gemacht. Aber hat mir jetzt auch nicht wirklich weitergeholfen. Ja, und der Blockbrecher, der ist drin. Ja gut, dann lassen wir das jetzt erstmal dabei und ich hoffe mal, dass ihr mir da irgendetwas Nützliches in die Kommentare mitschreibt. Und wir gehen jetzt in die Gorlak-Höhle. Ja, kurz mal die Hyänen hier abslashen. Die wollten es ja nicht anders. Ah, das ist ganz praktisch, denn die Hyänenherzen, ich glaube, die regenerieren auch Leben. Oh ja, mittelschwere Wunden. Das ist nützlich, denn, das heißt, bevor wir gleich in die Gorlak-Höhle gehen, können wir da noch ein bisschen zurechtbrauen, also ein paar Tränke zurechtbrauen. So, und zwar, wie viel nehmen wir? Großer Heiltrank, war das nicht das? Nee, war das nicht. Nee. So, der macht 600, alles klar, Rezept speichern.
So. Gut, dann haben wir hier erstmal ein klein bisschen vorgesorgt, dass wir wenigstens den ersten Hieb schnell noch mit einem Trank regenerieren können. Und wir haben die Gorlak-Höhle gefunden. Das ist gut. Und in der Wohnung gegenüber schreit gerade ein Kind. Das war voll ätzend. Erwähnte ich schon, dass ich keine kleinen Kinder mag, vor allem, wenn sie schreien. Ich weiß, es kommen schon zu Kommentaren wie, du warst aber auch mein kleines Kind, du hast auch geschrien.